Moment, so jetzt fangen wir an. Wir sind natürlich Experten im Bereich für fortschrittliche 3D-Technologie. Hier beispielsweise haben wir unser Live-Setup, mit dem wir die Filmproduktion direkt stereoskopisch auf der großen Leinwand in 3x4 Meter Größe checken können, Tiefen einstellen, gucken können, sind die 3D-Settings richtig, ist der Effekt gut, stimmt die Tiefe im Gesamtbild, Kamera-Settings und so weiter, können wir hier direkt live, während wir die Filme produzieren, in Originalgröße checken. Und ich muss auch immer eine Silberleinwand einsetzen? Nein. Wir setzen ganz unterschiedliche Verfahren ein. Es ist völlig egal, wir setzen weiße Leinwände ein, Silberleinwände, etc. Hängt dann ein bisschen davon ab, welches Filterverfahren, optisches Filterverfahren benutzt wird, an der Projektionsoptik oder ob vielleicht gar ein 3D-Fernseher zu Hause steht oder man eine Heimkino-3D-Projektion machen möchte. Da gibt es ganz unterschiedliche Verfahren, wir setzen alle ein, je nach Anforderung. Und muss ich immer mit zwei Projektoren arbeiten? Nein. Es gibt aktive und passive 3D-Projektionen, wenn man projizieren möchte. In der passiven 3D-Projektion arbeite ich naturgemäß mit zwei Projektoren. In der aktiven 3D-Projektion reicht ein Projektor, der dann das Bild schnell genug hintereinander projizieren kann, damit die linken und rechten Bilder abwechselnd dargestellt werden. Ist es dann so ein Projektor mit einer 120-Hertz-Technik dann, wenn ich mit einem Projektor arbeite? Ganz genau. 120-Hertz-Technik kennt man vielleicht von zu Hause vom Fernseher, ja, 100-Hertz-Fernseher. Es dient einfach dazu, dass das Bild besonders flimmerfrei ist. Wenn man jetzt aber ein Bild für zwei Augen projizieren möchte, das linke und fürs rechte, halbiert sich natürlich die Bildwiederholrate. Das heißt, bei 120-Hertz-Projektoren hat man 60 Hertz für jedes Auge. Das ist so die Untergrenze eigentlich dessen, dass man kein Flimmern mehr wahrnimmt. Und das heißt, ich kann das mit einer Standard-DVD-Auflösung machen oder TV-Auflösung beziehungsweise auch mit hochauflösenden Bildern, Blu-ray? Das hängt ein bisschen davon ab, wie ich zuspiele natürlich. Momentan ist gerade erst der Blu-ray-Standard verabschiedet worden für 3D auf einer Blu-ray. Das heißt, nächstes Jahr können wir die ersten Filme auf Blu-ray 3D erwarten. Auf DVD gibt es zurzeit eigentlich keinen Standard. Da würde man heute noch, oder man sieht das auch manchmal in Videotheken, mit Rot-Grün-Technik arbeiten, mit alter Anaglyph-Technik. Hat den Nachteil, dass die Farben zum Teil verloren gehen und dass das Bild nicht mehr so klasse aussieht natürlich. Das ist aber eine gute Möglichkeit, um an das Thema 3D mal ranzukommen, um zu sehen, ja, das gefällt mir das, sieht das gut aus. Ja, auch die Videotheken klagen alle darüber, dass die Brillen nicht mehr nach Hause kommen in die Videothek und dann die DVDs ohne da liegen. Und die Filme, die müssen von vornherein als 3D-Film produziert werden oder können die auch im Nachhinein in 3D umgewandelt werden? Es geht beides. Die Qualität ist natürlich besser, wenn ich von vornherein in 3D projiziere. Das ist so ein bisschen wie früher vom Schwarz-Weiß-Film zur Farbe. Da gab es ja dann auch Technicolor, ja, nachkolorierte Filme. Ja, die sahen dann auch irgendwie farbig aus, aber eben nur irgendwie farbig. Also genauso ist es, wenn Filme nachberechnet werden. Das ist okay, das sieht ganz schlecht aus. George Lucas macht das mit Star Wars 1, also dem Originalfilm, dem ersten. Es gibt einige nachberechnete Filme, es gibt natürlich sehr, sehr viel Ausgangsmaterial und man versucht jetzt Content zu produzieren. Das geht dann nur über das Nachberechnen, weil der Neudreh natürlich etwas aufwendiger ist, als wenn ich 2D-Filme. Also wird weiterhin mit zwei Kameras und mit zwei parallel montierten Kameras oder mit einer Kamera mit zwei Objektiven, das ist eigentlich das klassische und auch weiterhin das beste Verfahren. Ja, ganz genau, richtig. Also ich muss einfach gucken, dass ich beide Perspektiven erwische. Das mache ich dann über einen Spiegelrig mit zwei Kameras oder ich setze die Kameras, wenn sie schlank genug sind, so nah zusammen, dass ich die ungefähr auf Augenabstand kriege. Oder ich arbeite mit einer Kamera mit zwei Objektiven. Ganz egal, auf jeden Fall zwei Kameras. Wir hier produzieren in der Regel Animationsfilm, computergenerierten Inhalt. Da ist es in Anführungszeichen wesentlich einfacher, weil wir uns nicht mit der mechanischen Komponente herumschlagen müssen. Können wir uns den Aufbau von so einer Anlage mal anschauen? Ja, selbstverständlich. Ja. Dann kommen Sie mal mit. Ja, hier oben arbeiten wir mit zwei Epson TV2000 Heimkino-Projektoren, die live gerade an den Arbeitsplatz von Herrn Weil angeschlossen sind. Die beiden TV2000-Projektoren sind parallel ausgerichtet und projizieren das Bild gegenüber auf der großen 3x4 Meter Leinwand einfach parallel den 3D-Effekt bzw. die notwendigen Perspektiven, um den 3D-Effekt zu erreichen. Die errechnen wir in speziellen bzw. mit unserer Technologie. Hier in diesem Fall sind die Projektoren an die Workstation dort vorne bei unseren Filmproduzenten angeschlossen, damit sie eben live während der Produktion checken können, ob der 3D-Effekt stimmt, ob er passt, ob er gut aussieht, ja, ob die Tiefen stimmen und so weiter, die Kameraeinstellungen richtig sind. Weil 3D-Kameraeinstellungen kann man eigentlich nur vornehmen, wenn man das Ergebnis live sieht oder man weiß exakt ganz genau, was man tut.
Das heißt, die beiden sind jetzt über ein HDMI-Kabel angeschlossen, an einem Rechner. Ganz genau. Wir haben hier bei uns noch einen Umschalter mit zwischen, damit wir auch unterschiedliche Rechner, Demo-Rechner und so weiter auf die Projektoren schalten können. Aber in einem typischen Setup zu Hause beispielsweise werden diese beiden Beamer einfach an einen Rechner angeschlossen, der dann zum Beispiel über die Mo3D-Software verfügt, die in der Lage ist, auf die beiden Beamer dann parallel und schön komfortabel zu projizieren und das Bild rauszugeben. Könnte ich denn mit dieser Konfiguration auch auf eine mattweiße Wand dann entsprechend projizieren? Also einfach eine mattweiße Leinwand, die ich schon habe? Das würde grundsätzlich gehen. Du siehst hier oben die beiden Filter, wovon einer vor dem Objektiv sich befindet, der andere neben dem Objektiv. Den haben wir weggeschoben, um eine höhere Helligkeit zu erzielen für einen 2D-Check. Diese Filter gehören sozusagen, sind das optische Element und gehören sozusagen zur Leinwand. Ja, das heißt, hier in dem Fall benutzen wir Polarisationsfilter, die benötigen zwingend eine Silberleinwand bzw. ein Material, was eben genau die Polarisation der Filter nicht kaputt macht, sondern dafür sorgt, dass mein linkes Auge auch nur das Bild des linken Projektors sieht und das rechte Auge nur das Bild des rechten Projektors. Und wenn ich jetzt eine mattweiße Leinwand aber habe, welche Lösung wäre dann trotzdem? Wäre doch eine Lösung vorhanden? Ich merke schon, du willst die mattweiße Leinwand benutzen. Ja, die ist ja meistens vorhanden. Ja, da gibt es ein Filterset von der Firma Infitec. Es ist ein ähnliches Verfahren wie Dolby das benutzt. Das arbeitet wellenlängenbasiert und mit diesem System kann man nach wie vor vorhandene weiße Leinwände nutzen. Das wird also auch da vorgestellt, vor das Objektiv? Ja, die werden idealerweise, weil die Winkel empfindlich sind, zwar vor das Objektiv gestellt, aber von der anderen Seite, also quasi innen Projektor. Montiert. Aber das heißt, dann müsste ich eine Modifizierung im Projektor machen. Ja, das ist richtig. Also dann hat man nochmal fest, 3D geht auf jeden Fall für zu Hause schon, aber ja, ich müsste dann in dem Fall eine Silberleinwand einsetzen. Ja, ist eigentlich der, ich sag mal, kostengünstigere Weg. Ja. Ist einfacher, weil die Polfilter, wie man sieht, kann man einfach beiseite schieben, die Infitec-Filter. Also läuft es ja darauf hinaus, dass wir demnächst vielleicht zwei Formatleinwände haben, eine mit einer weißen Tuch und eine mit einem Silbertuch. Das kannst du besser entscheiden. Könnten wir machen. Das kannst du besser entscheiden. Ja, aber es ist eine Geschmacksfrage letztendlich. Wobei das Infitec-System nicht ganz kostengünstig ist. Es ist eigentlich für den professionellen Einsatz gedacht. Und deswegen ist für Privatanwender eigentlich die Silberleinwand ideal. So, die Leinwände, die wir verwenden, sind ganz unterschiedlich. Von hier mehrformatigen Silberleinwänden bis hin zu großen, soften Rückprojektionsleinwänden, die natürlich den Vorteil haben, dass man sich direkt vor die Leinwand stellen kann. Man steht einfach nicht im Bild. Bis hin zu solchen festen Curved Screens mit einer Rückprojektionsscheibe. Ja, das ist also hier solides Material. Diese Scheibe wird von hinten angestrahlt mit beispielsweise so einem mobilen System, wie wir es eben gesehen haben. Hinten angestrahlt und man würde sich dann ungefähr hier so im Centerpunkt befinden und seine 3D-Aktionen durchführen oder wie hier mit unseren Rennsitzen, die wir natürlich auch haben und vermieten, mit unseren Rennsitzen quasi hier aufregende und spannende Rennen in 3D fahren. Unnachahmlich, macht einen wahnsinnigen Spaß und wir haben schon ganze Nächte durchgezockt. Das heißt, der 3D-Effekt kann entweder ins Bild nach hinten hindurch gehen oder er kann auch aus dem Bild rauskommen nach vorne hin. Das ist einstellbar, ja? Ja, ja. Unsere Software, die 3D-Stereo aus beliebigen Applikationen erzeugt, hat die Möglichkeit, den Effekt komplett einzustellen. Es muss natürlich auch Sinn machen. Ja, ich sag mal, wenn ich einen Motor oder ein Bauelement zeigen möchte, ja, irgendwas Technisches, CAD-mäßiges, das schwebt in der Regel im Raum oder ist relativ weit vorne. Wenn ich ein Autorennen fahre oder etwas anderes Spannendes mache, muss es natürlich zur Story passen. Im Auto sitze ich ja auch und der Rest der Straße befindet sich hinter der Windschutzscheibe, sage ich mal. Ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, das ist meine Windschutzscheibe, dann macht es natürlich wahnsinnig viel Sinn, die Szene so einzustellen, dass es sich hinter der Windschutzscheibe befindet. Allerdings schieben wir immer gerne so Elemente wie die Motorhaube oder andere Dinge ein bisschen nach vorne, ein bisschen aus der Leinwand, weil das eine höhere Präsenz erzeugt. Ja, der Zuschauer fühlt sich dann irgendwie näher an der Szene und man ist tiefer im Geschehen drin, macht dann deutlich mehr Spaß, das kann man wirklich spüren, ja, weil 3D Wahrnehmung Erlebnischarakter hat. Spricht auch ganz andere Teile im Gehirn an, als wenn ich flächiges Material sehe. Ja, dann beobachte ich. In 3D, sobald ich mit zwei Augen arbeite, erlebe ich. Ja, ich habe also wirklich ganz andere Wahrnehmungen gesehen und deswegen viel höheren Erlebnis und auch für Werbung und für andere Dinge wesentlich höhere Recall-Werte, wesentlich höhere Aufmerksamkeit. Also 3D ist eigentlich in jeder Hinsicht so das Medium der Zukunft, wird aber immer mit 2D koexistieren. Ja, es gibt Dinge, für die will ich keinen 3D haben, für die brauche ich keinen 3D. Da möchte ich einfach ein schönes, tolles, künstlerisches Bild haben, fertig. Aber 3D ist natürlich der Spaßfaktor für alles. Kann ich eigentlich jeden Projektor nehmen, egal ob es ein LCD, ein DLP oder auch ein DILA-Projektor wäre für eine 3D-Projektion? Hängt ein bisschen vom Filtersystem ab.
für Polarisationsfilter sind eigentlich DLP-Projektoren so die erste Wahl. Wir testen hier bei uns eigentlich alle Projektoren auf Funktion, ob das mit den Filtern auch entsprechend funktioniert. Aber prinzipbedingt kann man nicht jeden Projektor mit jedem Filtersystem kombinieren. Da ist ein bisschen Erfahrung gefragt. Da muss man den einzelnen Projektor mit dem Filtersystem eigentlich mal testen. Ja. Oder sich an GrobiTV wenden, die natürlich mit ihrer Expertise mit Mod3D ganz eng zusammenarbeiten und dann auch Bescheid wissen, wie es läuft. Das hast du schon gesagt. Vielen Dank. Danke.